Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es die Dorade, wie angekündigt. Und jemand hatte mir im letzten Video geschrieben, dass hier wirklich das Auge zugeklebt worden ist wegen der Frösche. Stimmt, ist tatsächlich richtig. Habe ich gar nicht so beachtet. Also wirklich geschickt. Denn man erkennt an den Augen wirklich die Frösche. Aber ich glaube, diesen. Naja, gut, wir werden es ja gleich sehen. Ich weiß jetzt nicht genau. Des Weiteren kommt dann zu noch Zucchini und natürlich Brokkoli, die beide grün sind und eigentlich farblich überhaupt nicht so zusammenpassen, aber das ist mir völlig egal. Ich mache das jetzt einfach so. Nebenbei gesagt, apropos Kommentare, mir ist bei meinem letzten Video aufgefallen, dass da einige Kommentare nicht angezeigt werden. Also nicht, dass ihr irgendwie denkt, ich lösche die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das ist manchmal komisch. Ich habe Kommentare, ich lese die. Die sind so auf diesem kleinen Brief auf YouTube, also dieser Benachrichtigungsbutton. Aber unter meinen Videos sind die nicht zu sehen. Also nicht, dass ihr irgendwie denkt, ich lösche die Kommentare. Keine Ahnung, warum das so ist. Okay, weiter im Text. Also, wir haben die Dorade, den Brokkoli und machen jetzt einmal los. Als erstes fangen wir an mit dem Brokkoli. Der wird erstmal ausgepackt. Und ja, der ist halt gute Qualität. Ja, wie halt Brokkoli ist. Alles extra verpackt, dann werden wir erstmal ein Röschen schneiden und dann abwaschen natürlich. Und dann die Zucchini, weil der Fisch, das dürfte eigentlich sogar recht schnell gehen. Als nächstes dann ich das Töpfchen. Okay. Und dann werden wir erstmal ordentlich Wasser reinfüllen. Ich zeige euch das Spülbecken lieber nicht. So, für den Brokkoli erstmal Wasser ansetzen. Ist das hier eigentlich ein bisschen zu dunkel? Es ist draußen ziemlich hell, aber. Ach Quatsch, das war ja die Falsche. Hier muss ich doch ran. Gottes Willen, jetzt hätte ich fast meine Teekanne hochgeheizt. Dann eine Idee: Salz. Das gute Meeressalz natürlich. Eine Prise. Noch eine Prise. Guti, 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 guti. Und natürlich den Gelb drauf. Die gute Zucchini, die werden wir jetzt auch erstmal, ich habe sie vorher natürlich gewaschen, wie man sehen kann, macht man ja generell mit Obst und Gemüse, erstmal die Strunke entfernen. So, und dann werden wir einfach mal, oh ja, wie machen wir das am besten? Oh Gott, ja, ich höre schon die Kommentare, das Messer ist in perfektem Zustand, da werden die Lobe nur so kommen. So, egal. Einfach hier die schönen Streifen schneiden. Ich habe übrigens nicht alle Gewürze bekommen. Ich wollte eigentlich Rosmarin kriegen. Ich habe auch welchen gefunden, aber der gefiel mir nicht. Der war wirklich so hässlich. Also der war schon an einigen Stellen auch vertrocknet und schimmelig. Ich weiß nicht, warum die sowas überhaupt zum Verkauf angeboten haben. Und da habe ich es dann halt gelassen. Ich habe noch einige Trockengewürze, die wir jetzt dran machen an den Fisch. Und das muss auch gehen. So, Moment. Da sich ja beim letzten Mal die ein oder anderen beschwert hatten über mein markloses Spülbecken, ist ja auch egal, habe ich das dieses Mal so gemacht. Nein, der Grund ist anders. Ich habe hier bei dem Brokkoli, wie ihr sehen könnt, auch so kleine Teile dabei. Und wenn ich das jetzt wirklich im Spülbecken so gemacht hätte, ich habe wie gesagt erst die Röschen geschnitten und dann wollte ich das durchwaschen, dann kommt man halt auch ein bisschen besser an die hinteren Kanten ran. Dann hätte ich so viel Verlust gehabt, das wollte ich nicht. Und ich will mir aus dem Brokkoli-Fond, der dann zusammengekocht wird, noch eine hübsche Soße zaubern. Und deswegen habe ich das halt so gemacht, weil diese kleinen Teile, ihr seht hier so, was hier dranhängt, so, das wollte ich halt nicht verlieren. So, natürlich auch hier für meine Zucchinis schon mal alles vorbereiten, wie gesagt. Der Fisch dürfte an sich recht schnell gehen. Deswegen kann ich ihn auch zuletzt machen. Da brauchst du ja nicht viel. Das ist ja bloß erhitzen und aufwärmen. Guck mal, wie warm das bei mir ist in der Küche. Ich habe den Fisch auch die ganze Zeit überall im Kühlschrank gelassen, damit der mir hier nicht zu warm wird, bevor ich ihn zubereite. Ja. Kokosnussfett natürlich auch hier. Das bekommt natürlich auch der Fisch. Und dann werden wir hier erst einmal. Oh, jetzt habe ich es ausgemacht. Na gut, warte mal. Zack. Moment, Moment, Moment. Dann werden wir erstmal hier auch Dampf geben und die Surini vorbereiten. Schwuppdiwuppdi, dann wollen wir uns die Dorade mal anschauen.
und auch schon mal so ein bisschen vorzubereiten. Ich kann die ja trotzdem noch mal in den Kühlschrank stellen. Okay. So, die Augen sind jetzt natürlich. Na gut, milchig sind sie nicht. Es geht eigentlich, würde ich sagen. Geschuppt ist er auch schon, das ist gut. Riechen. Naja, wie halt Fisch riecht, aber stinkend oder nicht. Fisch darf nicht stinken. Fokussier bitte, danke. Sonst ist er nämlich schlecht. Ausgeweitet ist die Dorade auch schon, wie man sehen kann. Alles top. Und ja, ich weiß, es hatten mir einige geraten, ich sollte den Kopf entfernen und den Schwanz entfernen, und dann habe ich mehr vom Fisch selbst. An diese Person, du hast recht. Allerdings guck dir das doch mal an. Au! So ein süßes Kerlchen. Okay, ich spiele nicht mit Essen. Jetzt werden wir jedenfalls die Dorade zubereiten, und nehmt es mir nicht übel, aber ich liebe es, wenn der Kopf dran bleibt, auch wenn er eigentlich völlig sinnlos ist. Die Kiemen, nicht schlammig, sind ein bisschen blass, aber gut, der wird jetzt auch nicht frisch aus der See sein. Okay, weiter im Text. Natürlich säubern, säuern, salzen. Erst wasche ich mit kaltem Wasser ab. Säubern. Dieses Mal ist der Fisch ja nicht tiefgefroren, der geht ja schon. Richtig. Was haben wir wieder vergessen? Die Zitrone. Toll. Ja. Ärgert mich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen. Zitrone hätte echt dazu gehört. Das ärgert mich jetzt wirklich. Aber ich habe jetzt keine mehr hier, und jetzt bin ich ja mitten dabei. Daher halt Salz. Und dann müssen wir das halt so machen. Ja, dann. Das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Das sind Dinge, die finde ich echt. Da könnte ich mir selbst in den Arsch beißen. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Das hätte wirklich dazugehört einfach. Zitrone oder Limette, das Problem ist halt echt, ich brauche es zu wenig. Junge, du hättest dich darauf besser vorbereiten können. Warum? Sie wird trotzdem schmecken. Ich gewürze sie ja richtig, aber trotzdem, es ärgert mich. Es ärgert mich halt wirklich. Das gehört einfach dazu. Meine Vergesslichkeit. Na gut. Ja, ihr könnt ruhig mit mir schimpfen. Bitte schön, macht das ruhig. Ich hab's verdient. Ich hab's verdient. So, dann mache ich noch ein bisschen trockenen Basilikum dran. Da ist auch nicht mehr viel drin. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist eine Sache, da muss ich sagen, da schäme ich mich ein bisschen dafür. Bin ich ganz ehrlich. Das sind Sachen, das muss echt nicht sein. So, dann hier Kurkuma, das gibt eine schöne Farbe. Und dann einfach mal so ein bisschen das Ganze verteilen. Den Fisch damit, nachdem er natürlich gewaschen ist, damit natürlich auch bearbeiten. Das sind Dinge, die ärgern mich. Okay, egal, er wird trotzdem schmecken, bin ich mir ziemlich sicher. Bin mir hundertprozentig sicher, dass es viele unter euch gibt, die da noch andere Tipps und Methoden kennen. Lasst es mich ruhig wissen, wenn ihr wollt. So, schön einreiben. Sehr gut. Und danach kommt der Fisch natürlich erstmal wieder in den Kühlschrank zurück, weil es wirklich warm ist, zu warm. Öl wird halt doch schneller heißer als Wasser. Ja, die Zucchini kann ich dementsprechend schon mal reinmachen. Und natürlich auch hier Gewürze, Pfeffer und mein geliebtes Kurkuma. Wo habe ich das hier? So, und das Brokkoli war gekocht. Dann können wir jetzt den Brokkoli reinmachen.
dann lassen wir die erstmal köcheln, die Brokkoli-Röstchen. In dieser Pfanne werde ich dann den Fisch zubereiten, die ist ein bisschen größer. Übrigens, da sich beim letzten Mal ja einige beschwert hatten über meine Mehlschwitzeart, habe ich dieses Mal das hier geholt. Mondamin klassische Mehlschwitze hell. Deutschlands beste. Ja. Die ist zwar schon 2013 abgelaufen, aber ja, das wird schon schmecken. Ist halt meine Marke. Oh Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein. Die wird schon passen. Oh, ich täte so lachen, wenn hier wirklich irgendwelche Käfer rauskämen. Nein, das ist überhaupt nicht lustig. Jedenfalls werde ich die mal ausprobieren. So, schauen wir mal, was unser Surini schon macht. Naja, das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Und der Brokkoli hat auf jeden Fall eine schöne Farbe. Opa, heiß. Der wird wohl bald fertig sein, ich guck mal, ob die Röschen schon zart sind. Naja, das geht recht flott, wie gesagt, das geht alles sehr schnell. Ich denke, der braucht nicht mehr lange, der ist fast fertig. Dann werden wir langsam mal den Fisch vorbereiten, wa? So, Freunde des guten Geschmacks, jetzt werden wir den Brokkoli abgießen. Wie gesagt, die Brühe brauchen wir ja noch für Mehlschwitze. Und mal gucken, also der. Na komm. Ja, das Blöde hat an dem Topf ist, der hat so Metallgriffe. Ach Mensch! Ach komm, hier geht's auch. Und da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht verbrüht dabei. So, sieht das doch ganz gut aus. Uppala. So. Wundervoll. Hier mache ich erstmal aus. Das, aua, Mensch. Das kommt jetzt wirklich rein. Keine Angst, das bleibt nicht auf dem Herd stehen. Das ist gleich weg. Das kommt hier hin. Moment. Und hier in diesem Kasserole werde ich die Mehlschwitze zubereiten. Dieses Mal ein bisschen tiefer, damit das nicht rausschwappt. Die Surini sind auch fertig soweit. Das braucht nicht mehr lange. Ich werde das mal ein bisschen umplatzieren. Okay, ich habe ja natürlich massig Platz. Okay, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich mir das jetzt deichsle. Da der Fisch gleich zubereitet werden wird, widmen wir uns nochmal ganz kurz dem. Es gab ja einige Beschwerden beim letzten Mal. Und hier haben wir dieses Mal genau das. Hallo, Fokussier. Halli, hallo. Ja. So. Für 250 ml Soße, Zucker 2 gehäufte Esslöffel, Gramm, 25 Gramm für 500 ml Suppe, Zucker, okay. Die Soße haben wir dort, 250 ml, die können wir ja abmessen, mache ich gleich. Und dann einfach ca. 2 gehäufte Esslöffel von dem Zeug einrühren. Flüssigkeit bzw. Brühe, Milch oder aufgefüllten Bratensatz aufkochen. Naja, wir wissen ja, wie wir es machen. Wir nehmen halt die Brokkoli-Fond für den Geschmack der Soße und machen das jetzt auch gleich mal. 250 ml, jetzt muss ich selbst nochmal schauen. Das ist ungefähr hier, wo mein Daumen ist. So viel müssen wir da reinbekommen. Wir machen das genau, wie es auf dieser Packung steht. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. So. Jetzt haben wir 52. Wenn wir noch mehr brauchen, habe ich ja hier noch genug Brühe übrig. Die Stunde der Wahrheit. 2 gehäufte Esslöffel. Warte mal, wie geht denn das hier auf? Das dahin, das dorthin. Mensch, das ist ja voll das Praktische. Oh, jetzt geht's los. Wie soll man denn hier von... Ach, jetzt müssen wirklich die Kakerlaken rauskommen. Ich täte so lachen. Ich würde das nicht rausschneiden. Würde ich sowieso nicht machen. Nein, hier kommen keine Kakerlaken raus. Hier ist alles im Top-Bereich. Das ist Qualität, wie man sie sich wünscht, noch ein bisschen. Also wie man sieht, ein Esslöffel. Zwei Esslöffel von der guten Mehlschwitze von 2013. So, hätten wir das auch vorbereitet. Moment. Schwippdi-schwappdi. Gucken wir mal hier. Okay, das Öl ist heiß genug. Das heißt, unsere Dorade wird jetzt erst einmal gebrutzelt.
Ja, komm. Ja, komm. Oh, noch ein. Und natürlich auch, warte mal, ich muss mein Fenster aufmachen. Natürlich auch die Mehlschwitze. Werden wir jetzt in Vorbereitung treffen. Wir haben ja hier alles schon abgemessen, exakt wie wir es sollten. Ich weiß, irgendwas mache ich bestimmt wieder falsch. Ist schon okay. Ist okay. Sag mir das ruhig. Ich bin immer bereit für Neues. So, erstmal so ein bisschen schwitzen lassen, die ganze Schose. Ohne Kakerlake, ohne Käfer und ohne Wurm geht es in die Mehlschwitze. Okay. Köstliche Brokkoli-Brühe. Dann versuchen wir mal unser Glück. Okay, erst so ein bisschen. Warte mal, ich drehe mal ein bisschen höher. Ich könnte das jetzt nicht so gut sehen wie ich. Das geht schon. Schön alles verrühren. Riechen tut schon mal recht gut. Das ist gut. Ich kann ja, wie gesagt, noch was nachwürzen oder nachgießen. Der Kaserol macht sich auf jeden Fall deutlich besser für sowas als so ein kleiner Tiegel, wie ich das früher gemacht habe. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, weil man da halt auch einfach besser rühren kann. Und jetzt lassen wir das immer schwitzen. So, Freunde, jetzt wollen wir uns mal ganz kurz Dorada anschauen. Dorada, meine ich. Wie sieht denn die aus? Oh, wo kann ich mir das hinstellen? Ja. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ah, das war nicht so gut. Ah, Mist. Ah, das ist scheiße. Das ist scheiße. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, das liegt aber wahrscheinlich am Tiegel. Denn das ist so ein alter mit Teflon-Beschichtung und die sind halt wirklich nach einigen Jahren nicht mehr gut zu gebrauchen. Die haben dann wirklich Stellen. Da passiert halt genau das. Das ärgert mich jetzt sehr. So, die Mehlschwitze nebenbei. Ah, ja, das können mir gerne wieder einige vorwerfen, aber wie gesagt, der Tiegel, Quatsch, diese Pfanne hier, das ist halt so ein älteres Modell, die mit den Keramikbeschichtungen sind einfach besser, weil die Teflonbeschichtungen, die sind zerkratzt und dann bleibt es halt echt hängen. Das habe ich jetzt nicht bedacht, tut mir leid. Ah, gut, okay. Jetzt lässt sich's auch nicht mehr ändern. Die Dorade wird trotzdem schmecken, bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn ich sagen muss, dass ich ein bisschen verärgert bin. Zu wenig, wie gesagt, ich werde das jetzt nochmal hochdrehen. So, Goodies. Das ist wirklich wenig. Naja, man kann sich ja noch was nachmachen, so eine Mehlschwitze ist ja schnell gemacht mit der 2013er Mischung. Das ist ja alles damals besser gewesen. Ganz ehrlich, das mit dem Fisch ärgert mich jetzt echt. Das ärgert mich wirklich. Oh je, mein. Das ist eigentlich drinnen. Das ist halt so, es hat wirklich leider unten drin verschliffen. Ah, bitte brauchst du.
Na gut, probieren wir mal das hier. Wenn es dann fangen, wie das so schmeckt. Da fehlt noch Salz. Das ist noch zu zart. So, eine Prise Salz hier nochmal ran. Und auch noch ein bisschen Pfefferle. Trotz schwarzer Pünktchen. Das ist wirklich nicht gerade viel, aber für eine Portion wird es reichen. Wie gesagt, man kann sich ja nachmachen. Ist ja jetzt bloß mal für das Video. Ich koche ja nur für mich. Deutlich besser. Deutlich besser. So, Zeit zum Anrichten. Ich weiß, der Teller ist eigentlich zu klein. Aber das ist mir egal. Ich werde jetzt noch dieses Bratenfettchen nehmen und so ein bisschen über den... Oh Mann, das natürlich nicht. Das sind so Reste von der Flosse gewesen. Noch ein bisschen so geschmacklich über den Fisch verteilen. Jawohl. Und natürlich vergessen wir nicht unseren Fond aus Brokkoli, den wir uns gemacht haben. Der gehört dazu. Ja, mein Herd meckert gerade rum. Und dann wird angerichtet. Ach Quatsch, angerichtet haben wir schon, Mensch, gekostet wird. Alles im allen bin ich jetzt nicht so unzufrieden, obwohl die Haut verschwunden ist. So schaut das Ganze im Endeffekt aus. Das Negative ist halt echt, okay, abgesehen von der Schwanzflosse hier, die Haut ist abgegangen von der Dorade. Das lag aber wirklich zum größten Teil halt echt daran, dass... Gut. Das lag halt daran, dass die Pfanne unten sehr uneben und rau war. Das war halt Teflon, das war schon eine alte Pfanne. Und alte Pfannen sind halt schlecht. Kosten wir unser köstliches Gericht. Brokkoli. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen salzen können. Halb so wild, man kann auch nachwürzen. Aber schlecht schmeckt er auf keinen Fall. Es ist ein bisschen zu wenig gewürzt, muss ich mir eingestehen. Dann, ups, Zucchini, ein bisschen zerfallen, aber... Die ist gut geworden, die ist wirklich gut geworden. Und natürlich die Dorade. Bei der Dorade immer so ein bisschen aufpassen. Die hat bestimmt viele Gräten drin. Muss ich mal ein bisschen gucken. Oh. Also die Dorade schmeckt hammergeil. Ungelogen. Die ist wirklich gut geworden. Ist vielleicht ein bisschen missglückt, aber geschmacklich ist der Fisch extrem lecker. Wenn ihr mal Dorade esst, ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr Fisch essen solltet. Wenn ihr Vegetarier seid, natürlich nicht. Ich lasse es mir erstmal schmecken. Es ist nicht alles so geworden, wie ich mir das dachte, aber im Allgemeinen kann ich sagen, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Ich esse jetzt erstmal Mittag und wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video. Tschüss!